Business on Air heißt das Ganze bei uns wieder. Ich habe am frühen Morgen heute einen Gast im Studio, Michael Bessel. Michael, herzlich willkommen bei uns. Dankeschön, herzlich willkommen. Ja, ja, du warst schon ein, zwei Mal hier bei mir und ich sehe dich immer wieder gerne so zwischendurch. Man sieht sich auf der Straße, ja. Man trifft sich hier im Studio. Du bist Unternehmenscoach. Schnell drei, vier Worte zu deiner Person. Michael Bessel, gebürtiger Hannoveraner mit einem traurigen Herz. Wir sind gerade abgestiegen, aber freue mich, dass wir jetzt in Würzburg zukünftig aufgestiegen sind, in der zweiten Liga alles erleben dürfen. Bin seit 3 Jahren hier in Würzburg tätig als Umsatzcoach. Das heißt, ich gehe in Firmen, um mit einer einzigen Zielsetzung, es soll einfach mehr Geld in die Kassen kommen. Ja, und Dankeschön für die nette Einleitung. Es ist wirklich so, wir sehen uns immer wieder gerne. Ich komme immer wieder gerne zu dir, weil in dieser Atmosphäre mit dir zu reden, macht immer Spaß. Ja, weißt du, warum Hannover abgestiegen ist? Weil sie einfach schlecht gespielt haben. Nein, damit du Hannover auch mal sehen kannst, wenn du in Würzburg wohnst. So sieht's aus, ja. Also Dank in diese Richtung. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ja, Unternehmenscoach, nicht? Wofür braucht man das? Im Grunde genommen braucht es jedes Unternehmen, sofern es irgendwie ein paar Mitarbeiter hat, die gecoacht werden soll. Was kann man dadurch erreichen? Es ist immer die Frage, was will ich erreichen? Und es gibt verschiedene Unternehmensberater mit allen möglichen Bereichen. Und bei mir ist eine ganz klare Zielsetzung. Es gibt Unternehmen, bei denen ist wirklich wegen Reichtum geschlossen. Also die wissen nicht mehr rechts und nicht mehr rum, links, wohin mit dem Geld und denen arbeiten. Das sind nicht meine Kunden. Meine Kunden sind die, die weiterwachsen. Denen kann man aber auch helfen. Ne? Sicher, aber meine Kunden sind die, die wachsen wollen, die strukturiert wachsen wollen. Und meine Kunden sind die, die einfach die Umsätze erhöhen wollen und müssen. Und da bin ich in der Lage, die Strukturen zu hinterfragen. Ich bin in der Lage, einfach zu schauen, wo sind die kleinen Räder, es sind nie die großen Dinge, wo sind die kleinen Räder, über die man reden kann, die man verbessern kann, bis hin natürlich hin zum Mitarbeiter, der irgendwo das Unternehmen repräsentiert, nach außen darstellt. Und da kann man meistens sehr viel bewegen. Also du bist wirklich in der Lage, festzustellen, wie der andere tickt. Ja, genau. Das ist ein Handwerkszeug von mir. Ich weiß, ein Lieblingsthema von dir. Ja, wie tickt der andere? Dahinter steht ja von die Insights Discovery Analyse. Das hat natürlich Charme, weil ich wirklich innerhalb von 2 Tagen lernen kann, die Psychologie des Menschen sehr, sehr schnell zu verstehen. Und zwar nicht nur aus der psychologischen Sicht, sondern aus der Umsetzung heraus. Ich bin sehr, sehr schnell in der Lage, die Wahrnehmung zu verändern. Und dann habe ich danach als Ergebnis, ich nehme einen Menschen sehr, sehr professionell in die Schublade. Wir machen ja immer Schubladen auf. Nur wir machen sie im Moment auf, packen jemanden rein und fertig. Und jetzt bin ich in der Lage, das zu strukturieren. Ich sage immer, so strukturierte Sozialkompetenz. Und mit diesem professionellen Blick auf Menschen, das ist der Hammer, was man damit bewegen kann. Sowohl im Privaten als auch im Beruflichen, weil ich halt die Wahrnehmung komplett verändere. Und dann kann man auch daraus beibringen, wie man sich auf die Menschen einstellt, wie man schneller zum Ergebnis kommt. Das heißt also mit anderen Worten, es hilft dir, wenn du in ein Unternehmen kommst, zu sehen, wie die Leute dort ticken. Ja. Und dann eben mit dem gleichen System praktisch daran zu kommen, den zu lernen, wie tickt der Kunde draußen, genau. Und wie solltest du ticken, damit du mit dem drauf einstellen. Ticker, genau. Da draußen zurechtkommst. Genau. Früher hat man gerade auch im Personalbereich, da ja, das kennst du vielleicht auch noch, diese Assessment Center gemacht. Da musste ein Bewerber 3 Tage durch so ein Zirkeltraining durch und wurde getriezt. Mittlerweile ist sowas durch Potenzialanalysen innerhalb kürzester Zeit viel, viel schneller zu erreichen. Und ich habe es im Vertrieb kennengelernt, weil du gehst zum Kunden und du hast ja nur 1-2 Minuten Zeit. Und entweder sagt er, ja, ich will den Bessel, ja, ich will den Michael. Oder er sagt, oh, nö, lass mal. Und wenn er sagt, oh, lass mal, hört er dir schon nicht mehr fachlich zu. Weil er hat schon kein Interesse mehr. Und das zu lernen, das macht Spaß. Ja, aber das kann eigentlich gar nicht sein, nicht? Weil jemand, der Michael nicht will, der hat an sich keine große Chance auf dem Markt, stimmt. Egal was es ja, für einer ist. Auch weil Michael ja eher ein Sammelbegriff ist als ein Name, aber passt schon. Aber ein schöner, ne? Genau. Das ist es richtig, ne? Das ist natürlich die tolle Sache dabei. Aber du bist da wirklich unterwegs, machst eben Analysen von den Leuten. Also für dich ist es auch unheimlich wichtig, festzustellen, wie tickt der, jetzt bin ich schon wieder bei diesem Wort,
Aber festzustellen, wie reagiert der Mensch? Genau. Weil ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Verkäuferstypen und wenn jemand anders ist, muss er nicht unbedingt schlechter sein. Richtig. Er kommt nur anders zum Ziel. Früher hat man immer gesagt, verkaufen kann man nicht lernen. Das ist aus der heutigen Sicht meiner Meinung nach jetzt nach knapp 30 Jahren Erfahrung nicht so. Jeder Verkäufer findet seinen Kunden. Kunden, die auf mich reagieren, weil ich so ticke, wie ich ticke, finde meinen Kundenkreis und dann gibt es Menschen, die sind ganz anders strukturiert und die finden auch ihre Kunden. Man muss nur erkennen, wo die Stärken des jeweiligen sind, darf das nicht mit Emotionen zudecken, sondern muss wirklich mal rational dahinter schauen und das bringe ich bei, wie man sowas machen kann. Ja, ich glaube, ein großes Problem ist, dass viele gar nicht verkaufen wollen. Die möchten einen Bleistift in der Hand haben und mit dem nach Möglichkeit pünktlich Feierabend machen. Ja, das Thema Verkaufen ist ja bei uns auch von der Sprache her schon negativ belegt. Es heißt ja, mir wurde was verkauft. In dem Moment, wo mir was verkauft wurde, bin ich der passive Typ. Also ich bin der, der passiv ist und der andere, der mir was verkauft, ist aktiv. Und automatisch habe ich das Gefühl, ich wurde über den Tisch gezogen, ich kann es nicht beeinflussen, ich kann es nicht steuern, weil ich, der kaufe, bin ja passiv. Im Amerikanischen sieht es anders aus, im Englischen, da ist es I'm selling, ich kaufe. Also genau umgekehrt. Und da fühle ich mich natürlich gut dabei. Frag deine Frau, wenn sie in den Schuhladen reingeht und sagt, ich habe gekauft, ist sie glücklich. Aber wenn es darum geht zu sagen, ich bin Verkäufer, da ist immer dieses Geschmäckle bei. Ist aber nicht so, weil verkaufen heißt Nutzen zeigen und wenn der andere sagt, ich will das, dann habe ich verkauft und habe auch verdient. Also ich habe Radio und helfe dir, es richtig gut zu gebrauchen. Ja, richtig. Das ist auch eine tolle Geschichte. Das ist sicherlich richtig. Michael, ich will dich auch nicht lange aufhalten. Du bist viel unterwegs. Du musst nach Leipzig. Nach Leipzig. Heute Nachmittag geht es nach Leipzig. Von da aus geht es dann mit dem Zug nach Zürich. Ich freue mich schon auf die 7 Stunden. Und wenn es gut läuft, demnächst noch einen Kunden in Winterthur. Ja, und zwischendurch immer wieder im Schwarzwald. Ist so gewachsen. Leipzig ist auch aufgestiegen, ne? Wir sind wieder beim Fußball. Genau. Ne? Und ja, dann gibt es noch einen schönen Musiktitel von dir für unser Radio, ne? Damit wir auch wissen, was wir spielen sollen hier. Ich habe einen Wunsch. Ja? Ich habe einen Wunsch. Mach mich nicht fertig. Ich wünsche mir Sommer. Summer of 69 wäre mein Titel. Vielleicht kommt er dieses Jahr auch noch zu uns. Ja, ich habe gehört, in 1500 Tagen hört es auf zu regnen und dann fällt endlich wieder Schnee. Ja, oh, das ist motivierend pur. Michael, ich danke dir für den Besuch. Ich danke dir für die Einladung und schön, dass ich hier sein durfte. Der Song natürlich auf Würzburg Radio ganz nah an euch dran.